Das ist die Startaufstellung in Oschersleben. Das erste Rennen beginnt gleich. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt wird um Punkte gefahren. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie schon von Marcel erwähnt, gab es bei Kai in der Division 1 einen Motorschaden. Tja, starten konnte er heute nicht. Das restliche Starterfeld musste sich auf miese Wetterverhältnisse einlassen. Einen alten Hasen wie Steve in der Division 3 ließ das aber nicht ins Schlittern geraten. Ja gut, heute muss man echt mal sagen, heute waren die Umstände etwas kritisch. Es sind viele Neue dabei, die den Mini auch noch nicht so im Regen mit Slicks kennen. Das ist natürlich für viele dann so, mache ich lieber ein bisschen langsamer. Für mich ist es kein Problem. Und von daher war der Abstand vielleicht heute ein bisschen groß, aber ich denke mal, das wird sich noch über die Saison ein bisschen verringern und dann wird es vielleicht auch mehr Kämpfe geben. Und damit fuhr er den ersten Sieg ein. Tja, und in der Division 2? Matze, du stinkst wie eine Kneipe. Kommst du gerade von einer Sauftour? Ja, Podiumszeremonie. Ah ja, stimmt, Siegerehrung. Gewinner Division 2, super, ich freue mich für dich. Und wie war's? Das erfahrt ihr auf der Homepage, dem YouTube-Kanal und Facebook der DTC, wo ihr euch alle Interviews komplett anschauen könnt. Heiko in der Division 1 hat es nach einem Hammerstart nicht geschafft, sich den Neueinsteiger Frederik von den Hacken zu halten. Der Schwede zog vorbei und ließ nichts mehr anbrennen. Frederik! Du bist der Sieger der Division 1 am heutigen Renntag. Und wie war es für dich? Ich habe gehört, es war dein erstes Rennen für die DTC. Erzähl mal. Ja, stimmt. Erstes Rennen mit das Auto. Das Auto ist ja neu gebaut. Und das Team war in die letzte Woche, das Tag vor, wir losfahren mussten zum Strecke fertig mit den Autos. Und ich muss nur sagen, dieser Sieg war für das Team natürlich, für Besserplast, unsere Sponsoren Licht und Harmonie. Und ja, wir freuen uns. Es war eigentlich ein Rollout, wir haben keinen Meter gemacht mit dem Auto. Und ja, dann Pole zu machen und ein Sieg, das konnte nicht besser anfangen. Aber ich weiß, dass Hammel, er kommt. Er hat ja Probleme mit seinem Auto jetzt gehabt und weggefallen, aber wir haben ein bisschen gekämpft am Anfang. Ich war ein bisschen am Schlafen beim Start und ja, es macht Spaß. Super, das freut mich zu hören. Ja, du hast jetzt hier schon mal zur Saisonauftakt auf jeden Fall eine Duftnote auf der Strecke hinterlassen. Die anderen sind jetzt vor dir gewarnt, werden wahrscheinlich nachrüsten, werden sich noch mehr Mühe geben. Wie wirst du darauf reagieren, weißt du das schon? Also wir müssen ja auch uns verbessern. Man kann immer etwas verbessern beim Fahren, Auto und alles. Und heute ging es relativ einfach, aber es soll anders sein, wenn die Saison weitergeht. Das bin ich sicher. Super. Also ich freue mich darauf, deine Geschichte und die Geschichte der anderen der DTC hier zu erzählen. Ich wünsche dir an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch für den heutigen Sieg und ja, noch einen schönen Abend. Vielen Dank. So, das war's erstmal von mir an dieser Stelle aus Oschersleben. Wir werden uns morgen wiedersehen. Da werde ich die nächsten Geschichten für euch auf die Beine stellen. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.